Hallo und herzlich willkommen hier bei Angesagt. Ihr habt natürlich schon die ganze Zeit sehnsüchtig darauf gewartet, was wir wohl wieder euch präsentieren werden von den ganzen Veranstaltungen, die hier im Sendegebiet los sind. Ja, und dann möchte ich mal dieses Mal mit Vechta beginnen. Und zwar das Metropoltheater lädt ein zu Sekt and the City. Junggesellenabschiede sind out, Scheidungspartys sind in. Doch wie feiert man den zweitschönsten Tag des Lebens? Die drei besten Freundinnen Lena, Kathi und Heike müssen sich entscheiden. Vegane Häppchen oder Extrawürste? Pyjama-Party oder Table-Dance? Kamillentee oder Komasaufen? Damit sich der Abend zur rauschenden Party steigert, wird jedes Tabu gebrochen und kein Höhepunkt ausgelassen. Es wird gesungen, geschlürft, gestritten und gelacht. Ein spritziger Weiberabend für alle, auch noch glücklich Verheiratete. Eine Comedy-Revue voll energiegeladener Musik und schrillen Wortwechseln. Ja, da muss man bestimmt hin. Karten sind im Kulturbüro der Stadt Vechta an der Burgstraße 6 erhältlich oder unter www.vechta.de. Der Eintritt kostet 19 Euro. Eine Meldung vom Theater Bremen, und zwar gibt es da eine Premiere im Musiktheater. Hoffmann, ein Offenbach-Projekt von Levin Handschuh und Riccardo Castagnola. Premiere am 9. Februar um 20 Uhr im Kleinen Haus. Regisseur Levin Handschuh und Musiker Riccardo Castagnola erarbeiten gemeinsam neue Fassungen von Jacques Offenbachs Opernfragment Hoffmanns Erzählungen. Ja, 9. Februar um 20 Uhr im Kleinen Haus. Ja, und heute kommt mal ein kleiner Kloppenburger Block. Und zwar Effi Briest wird aufgeführt. Effi Briest, Gastspiel der Landesbühne Niedersachsen-Nord am 31. März im Kulturbahnhof. Am Freitag, den 31. März, präsentiert das Theaterforum Kloppenburg Theodor Fontanes Klassiker Effi Briest im Kulturbahnhof Kloppenburg. Beginn ist um 20.15 Uhr. Eintrittskarten sind über Nordwest-Ticket online im Ticketshop des Kulturbahnhofs www.kulturbahnhof-kloppenburg.de, bei der Stadthalle Kloppenburg und dem Kloppenburger Wochenblatt erhältlich. Ja, und das nächste. Am 5. Februar gastieren zwei außergewöhnliche Pianisten in der Stadthalle Kloppenburg. Beide fesseln ihr Publikum nicht nur durch ihr exzellentes Klavierspiel, sondern auch durch ihre faszinierend lockere Art der Unterhaltung. Ein Klavierkonzert, das begeistert. Wann und wo? Wo, sagte ich schon, in der Stadthalle Kloppenburg. Sonntag, den 5. Februar 2017 um 18 Uhr. Einlass und Abendkasse ab 17 Uhr. Ja, und das war der Kloppenburger Block. Und hier was von der Uni in Vechta. Einladung zur Praxisbörse Soziale Arbeit. Am Mittwoch, den 8. Februar, jetzt wisst ihr das schon mal, lädt die Universität Vechta zur 4. Auflage der Praxisbörse Soziale Arbeit. Von 14 bis 16 Uhr stellen sich 28 Institutionen der sozialen Arbeit vor. Fachschülerinnen, Studierende und Absolventinnen der sozialen Arbeit und artverwandte Fachrichtungen haben so die Gelegenheit, mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen oder über Praktika zu sprechen. Veranstaltungsorte sind der Raum R002 und das Foyer des R-Gebäudes Drieverstraße 23. Jetzt was aus Oldenburg, und zwar gibt es da eine Ausstellung im Elisabeth-Anna-Palais. Das Sozialgericht Oldenburg und die Arbeitsgemeinschaft Kunst in der Oldenburgischen Landschaft AG Kunst zeigen im Elisabeth-Anna-Palais eine Ausstellung mit Bildern und Schalen von Patricia Borges Medeiros. Ausstellungseröffnung ist am Dienstag, den 31. Januar um 17 Uhr im Elisabeth-Anna-Palais, Schlosswall 16 in Oldenburg. Und die Ausstellung dauert bis zum 30. März und ist montags bis donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12.30 Uhr zu besichtigen. Und der Eintritt ist frei. Ja, und jetzt zwei Meldungen vom Gulfhaus in Vechta. Und zwar einmal am Samstag, den 11. Februar um 20 Uhr, ist ein irischer Abend mit Lavenders
Blue geplant. Sie eröffneten vor einigen Jahren den irischen Abend im Golfhaus, jetzt sind sie wieder da. 8 treffsichere, erfahrene Singstimmen, eine große Auswahl an Instrumenten, gute Laune und viel mitreißende Musik. Na, das klingt doch gut. All dies haben Lavender's Blue im Gepäck, wenn sie losziehen, um mit ihrem Publikum die Begeisterung für die traditionelle Musik zu teilen. Also im Golfhaus, Abendkasse kostet 8 Euro. Ja, und der nächste, am 24. Februar sind Beggars Banquet im Golfhaus und das ist natürlich auch schön. Da geht es auch um 20 Uhr los. Beggars Banquet ist eine Liveband ohne doppelten Boden. Musik handgemacht, ehrlich und authentisch. Das Live-Erlebnis Beggars Banquet basiert auf 25 Jahren Erfahrung auf über 500 Bühnen in ganz Deutschland. Ob als Opener-Band von Whitney Houston vor 14.000 Zuschauern oder als Pub-Band mit 80 begeisterten Fans. Beggars Banquet ist immer ein ganz besonderes Erlebnis und schafft den Spagat zwischen professioneller Präsentation und persönlicher Atmosphäre. Die Abendkasse kostet 10 Euro, also hin zu Beggars Banquet. Ja. Und jetzt etwas für die, die die plattdeutsche Sprache gerne mögen. Ja, finde ich gut. So, und zwar, Plattdeutsch kann modern. Auf diese knappe Feststellung darf man herunterbrechen, was das Plattart Festival für neue niederdeutsche Kultur unter Beweis stellen will. In diesem Jahr bereits zum 6. Mal, vom 10. bis zum 19. März, bietet das Festival unter dem Motto Dat kriecht wie hen ganz viele ganz verschiedene Veranstaltungen in Apen, Kloppenburg, Edewecht, Halsbeck, Lemwerder, Oldenburg, Seefeld sowie im ostfriesischen Wiesmoor. Jo, da mal hin, da warten wir drauf. Ja, und weil wir gerade beim Plattdeutschen waren, habe ich hier noch was, und zwar Maltit. Und zwar vom 3. bis zum 5. März 2017, täglich von 10 bis 17 Uhr, findet das neue Messeformat die Maltit 2017 in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg statt. In der Kongresshalle zeigen die Aussteller vieles rund um Genuss, Erlebnis, Tischkultur. Die parallel stattfindende Messe Oldenburger Gartentage 2017 kann ebenfalls kostenfrei besucht werden. Oldenburger Gartentage, da habe ich natürlich auch was. Warte mal, hier als Ticker, 3. bis 5. März, Oldenburger Gartentage, Wohn- und Esszimmerwandern 2017 nach draußen, Grills werden intelligent, Gartendesign als Neustatussymbol, 50 Aussteller auf 4000 Quadratmetern. Exakt 17 Tage vor dem offiziellen Frühlingsbeginn am 20. März öffnen die Oldenburger Gartentage ihre Tore in den Weser-Ems-Hallen. Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März, präsentieren rund 50 Aussteller auf 4000 Quadratmetern die neuesten Gartentrends des Jahres 2017. Also, Interessierte, auf! So, und jetzt wie gewohnt der Osnabrücker Block. Und zwar in der Kunsthalle Osnabrück wird vom 29. Januar, das ist schon gewesen, Eröffnung um 11 Uhr, bis 2. April, das ist ja noch was hin, die Ausstellung Verweile doch, ein Abgesang von Icaro Zorba präsentiert. Die erste institutionelle Einzelausstellung des kolumbianischen Künstlers Icaro Zorba in Europa ist der Auftakt des Kooperationsprojekts Danse Macabre, zu dem sich die Kunsthalle Osnabrück, das Theater Osnabrück, das Felix-Nussbaum-Haus, Kulturgeschichtliches Museum und das Diözesanmuseum Osnabrück zusammengeschlossen haben. Ja, und Pflegeeltern gesucht. Der Adoptions- und Pflegekinderdienst der Stadt Osnabrück lädt zu einer Informationsveranstaltung ein für Donnerstag, den 9. Februar um 18 Uhr im Rathaus Raum Justus Möser. Menschen, die überlegen, ein Pflegekind in ihrer Familie aufzunehmen, erhalten hier alle wichtige Informationen. Ja, und ein noch, und zwar der Autor Georg Stefan Troller liest am Mittwoch, den 8. Februar um 19 Uhr im Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirche Osnabrück, das ist an der Bergkirche 16, aus seinem neu erschienenen Buch Unterwegs auf vielen Straßen, Erlebtes und Erinnertes. Darin geht es um die Abenteuer eines ganzen Lebens. Aus einem alten Emigrantenkoffer, der jahrzehntelang ungeöffnet in seinem Keller lag, hat Troller mit plötzlichem Entschluss die längst vergessenen Papiere, Briefe und Fotografien herausgeholt, die in ihm schlummerten. Yo, also Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr im Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirche Osnabrück.
Ja, und das war der Osnabrücker Block. Und hier etwas auch vom Theater in Diepholz. Ich muss mal eben meinen Hut zurechtrücken. Die Freundschaft zwischen Flo und Diesel besteht aus Mutproben. Immer wieder fordern sie sich gegenseitig zu gefährlichen Spielchen heraus. Das Verlangen nach dem Verbotenen steigert sich. Wer traut sich, einen Stein von der Brücke auf ein fahrendes Auto zu kicken? Flo traut sich, der Autofahrer stirbt, die Polizei ermittelt. Der Konflikt zwischen Schuldgefühlen und Furcht beginnt. Schließlich stellt sich Flo der Polizei und beide werden verhört. Ganz brisante Geschichte. Also, wer dahin will, Donnerstag, 2. März 2017, mit der Überschrift Stones. Und das führt auf das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel im Theater in Diepholz. Jo, eine Meldung aus Lohne, und zwar auf den großen Konzertbühnen zu Hause Beethoven, Dvořák, Zemlinski stehen auf den Notenblättern beim Gastspiel des Bartholdy-Quintetts in Lohne. Die Besucher des Meisterkonzerts können sich am 10. Februar, jetzt wisst ihr das auch, auf die musikalische Besonderheit freuen. Die Gruppe besteht nicht nur aus prominenten Streichern, sondern spielt auch als eine von wenigen Formationen als festes Ensemble zusammen. Ja, das Bartholdy-Quintett spielt am 10. Februar, am Freitag ist das, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Lohne. Um 19.30 Uhr findet eine Einführung in das Konzert im Saal statt. Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 13 Euro und sind bei Piano Harz im Alten Bahnhof erhältlich. Ja, oder Informationen unter meisterkonzerte-lohne.de. Ja, und das war's schon wieder von unserer Seite. Und wenn ihr noch Veranstaltungen habt, die wir ansagen sollen, dann unter info@regiotv.de oder unter 70700 in Lohne. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Heute bin ich in Potsdam und ich bin nicht alleine mit meinem Kollegen Ralf Thiele. Begleiten Sie uns doch mal auf eine wunderschöne Luxusjacht durch Potsdam und Berlin. Ja, man glaubt es gar nicht, wie viel Wasser doch in Berlin und um Berlin sind, auch hier in Potsdam. Wir sind gerade auf dem Jungfernsee und fahren jetzt erstmal Richtung Wannsee. Selbst heute auf einem Sonntag fahren hier Binnenschiffe, uns kommt gerade eins entgegen. Und wir versuchen gleich nochmal durch den kleinen Wannsee zurückzufahren, denn dort ist wirklich nur die Prominenz zu sehen. Da wohnen viele Bekannte, früher hat da Heinz Rühmann gewohnt, Günter Blitzmann und so weiter. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Potsdam ist eine kreisfreie Stadt und mit rund 170.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt und Hauptstadt sowie ein Oberzentrum des Landes Brandenburg. Die Großstadt ist vor allem bekannt für ihr historisches Vermächtnis als ehemalige Residenzstadt der Könige von Preußen mit den zahlreichen und einzigartigen Schloss- und Parkanlagen. Potsdam befindet sich südwestlich von Berlin am Mittellauf der Havel in einer eiszeitlich geprägten Wald- und Seenlandschaft. Diese ist charakterisiert durch den Wechsel von breiten Talniederungen und Moränenhügeln,
wie dem südlich gelegenen Sarmunder Endmoränenbogen. Die höchste Erhebung im Stadtgebiet ist der kleine Ravensberg mit 114,2 Metern. Die tiefste Stelle ist der mittlere Wasserspiegel der Havelgewässer mit 29 Meter über Normal Null. Das Stadtgebiet besteht heute zu rund 75% aus Grün, Wasser und Landwirtschaftsfläche. 25% sind bebaut. Insgesamt befinden sich über 20 Gewässer in Potsdam. Im urbanen Zentrum sind dieses unter anderem der Heilige See, der Aradosee, der Templiner See, der Tiefe See und der Griebnitzsee. In den ländlich geprägten Außenbereichen befindet sich unter anderem der Sakrower See, der Lenitzsee, der Großgliniker See, der Fahlander See und der Weiße See. Wir fahren weiter die Havel Richtung Norden. Kurz vor der Schleuse Spandau, wo die Havel nach links abbiegt, biegen wir rechts ab und fahren in die Spree. Wenn man Berlin von dem Wasser aus besucht, mit einem Schiff, mit einer Yacht, muss man einen Funkschein haben. Denn die Fahrgastschiffe, wie man sehen kann, drehen einfach ohne Vorankündigung. Auch die Brücken in Berlin sind niedriger als sonst, da muss man schon sehr genau aufpassen. Nach der Wende entstanden unheimlich zukunftsweisende Bauwerke in Berlin. Mit etwas Glück kann man auch die Siegessäule sehen, bis man dann irgendwann über die Spree ans Kanzleramt kommt. Ein wunderschönes Erlebnis, Berlin mal von der Wasserseite zu sehen. Auch der neue Hauptbahnhof ist gut zu erkennen. Weiter geht es die Spree entlang, vorbei an der Museumsinsel, durch die nächste Schleuse und dann kommt sie. Berlins schönste Brücke. Weiter geht es von Köpenick über den Müggelsee. Er ist mit über 7,4 Quadratkilometer die größte Wasserfläche von Berlin. Anschließend geht es weiter durch Neu-Venedig. Als Neu-Venedig wird eine Wohn- und Wochenendhaussiedlung im Berliner Ortsteil Rahnsdorf bezeichnet. Die Spree bildet an dieser Stelle ein kleines Delta, in dem sich 5 Kanäle verzweigen. Die meisten Grundstücke in diesem Gebiet sind Wassergrundstücke, von denen viele einen Steg oder ein Bootshaus besitzen.
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Neu-Venedig von ausgebombten Familien bewohnt. Während der DDR-Zeit haben dort hauptsächlich Funktionäre der SED ein Wochenendgrundstück erhalten. So, jetzt ist Donnerstagmorgen. Ich wollte eben Brötchen holen. Die haben wir in Berlin erst ab 8 Uhr geöffnet. Das muss man sich mal vorstellen. Du kriegst hier vor 8 Uhr keine Brötchen, aber einen Kaffee habe ich schon. Wir sind in Tempelhof, sind gestern durch Berlin gefahren. War sehr schön, aber unheimlich viele Fahrgastschiffe, die genervt haben und die über Funk überhaupt keine Funkdisziplin kennen. Heute wollen wir weiter über den Kanal, Teltower Kanal, dann die Klinikerbrücke, den tiefen See, zurück nach Potsdam. Da machen wir dann uns einen schönen Nachmittag, machen so restliche kleine Arbeiten noch. Fast 150 Aussteller präsentierten auf der Baumesse Nordhaus 2017 die Zukunft des Wohnens. Vom 27. bis zum 29. Januar 2017 konnten sich die Besucher in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmeter über innovative Trends und Baumaterialien informieren und sich für ihr Zuhause inspirieren lassen. Die Messe richtete sich sowohl
an private und gewerbliche Bauherren als auch an Immobilienbesitzer und Mieter. Von der Außenfassade bis zum perfekt abgestimmten Interieur bot die Nordhaus 2017 vielseitige Ideen rund ums Zuhause. Ja, wir sind hier jetzt auf der Nordhaus 2017 in den Weser-Ems-Hallen hier in Oldenburg und neben mir steht Frau Dr. Westermann. Hallo. Wie läuft in diesem Jahr die Messe Nordhaus 2017? Also wir haben ja bei der Nordhaus das bewährte System, dass wir viel Praxisinformationen bieten, also viele Aussteller in den Hallen unterwegs sind und aber auch die Fachvorträge laufen, die immer sehr gut besucht sind. Also man bekommt hier Theorie und Praxis geboten und ich denke, das ist für jeden, ob er ein eigenes Haus hat oder bauen will, sanieren will, umbauen will, für jeden eine ideale Plattform, sich zu informieren über die neuesten Entwicklungen und Trends am Baumarkt. Wie man auch sehen kann, ist die Messe gut besucht, seit Freitag geöffnet. Wir sind heute am Sonntag, sind noch spezielle Vorträge? Auf jeden Fall. Wir haben ja die Sonderthemen Sicherheit und Smart Home. Das wird auch an allen Tagen in den Vorträgen sich wiederfinden. Die Polizei hält Vorträge zum Thema Sicherheit, die EWE zum Thema Smart Home und auch die anderen Bereiche, Finanzierung für Neubauten, Finanzierung für Altbauten, also eigentlich rund ums Bauen, Sanieren, alle Themen vertreten. Wenn der ein oder andere Zuschauer jetzt vielleicht doch irgendwie nicht hier auf der Messe war, aber wir jetzt das Interesse geweckt haben, an wen kann er sich denn vielleicht noch wenden, um Informationen zu bekommen? Also er kann gerne sich an die Weser-Ems-Hallen wenden, weser-ems-hallen.de im Internet. Wir werden natürlich im Nachhinein unser Ausstellerverzeichnis noch auf der Internetseite lassen und meine Kontaktdaten findet man da auch. Darf sich gerne jeder bei mir melden. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Stand der Firma Thiemading und Sie haben in diesem Jahr das Thema das fugenlose Bad. Was ist das? Ja, es geht darum, dass der Trend geht weg von den Fliesen, weg von den Fugen, wo man ja immer im Laufe der Jahre Probleme mitbekommt. Und da haben wir eine Kalktechnik entwickelt, die in der Lage ist, mit der Feuchtigkeit in der Dusche oder über der Badewanne, über dem Waschbecken klarzukommen und auch auf dem Boden aufgetragen werden kann, die also diese Belastung aushält. Und von daher hat man jetzt die Möglichkeit, alles wie aus einem Guss zu machen. Keine Fliese ist mehr vonnöten und damit ist auch das Fugenproblem, also Dreck, Schimmel, alles was sich daran absetzt, ist dann Geschichte. Also das ist keine Fliese mehr, das wird aufgebracht wie ein Putz, so in der Art, flüssig? Nein, nicht flüssig. Also es sind viele verschiedene Schichten. Wir müssen es ja so verdichten, dass es wirklich auch das Wasser abhält von der Dusche. Und es sind also viele verschiedene Schichten, die wir auftragen. Und es ist wirklich wieder Handwerk in seiner ursprünglichen Form. Es ist alles Handarbeit, also wird ganz ohne Maschine aufgetragen. Und es sind spezielle Arbeitsgänge, wo unsere Mitarbeiter drauf geschult sind. Hört sich interessant an. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Aufnahmen. Sie können uns ja mal darauf hinweisen, was so das Besondere ist. Wie arbeitet man zum Beispiel so eine Entwässerungsrinne ein? Wie macht man das mit den Armaturen, dass da sich keine Feuchtigkeit bildet? Können Sie uns ja mal kurz zeigen. Ja, es geht in erster Linie um die Anschlüsse, dass das korrekt gearbeitet ist, so wie man das hier sieht, dass man also keinerlei offene Stellen hat. Wobei das hier im Container jetzt natürlich nur Demonstration ist. In Ihrem Bad würde es dann noch etwas schöner aussehen. Der Boden, Duschtasse oder was auch immer man nimmt, das muss man immer vor Ort entscheiden. Das hat auch was mit Geschmack zu tun, wie die Leute das gerne haben möchten. Da bietet aber die Industrie, mit der wir teilweise eng zusammenarbeiten und diese Sache auch entwickelt haben, ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Wichtig ist einfach, dass man ein sehr sauberes Arbeiten hat, gerade in solch Problemzonen wie im Duschbereich oder über der Badewanne. Und da ist das ja auch immer besonders Schimmel gefährdet, das gibt es dann nicht mehr. Nein, wir arbeiten mit einem Kalkmaterial und Kalk ist alkalisch und der Schimmel lebt auf saurem Boden. Das heißt, wenn Sie mit Kalk im Haus arbeiten, dann haben Sie nicht nur den Vorteil, dass Sie keinen Fugendreck mehr haben, sondern Sie haben auch kein Schimmelproblem mehr. Das gilt auch fürs ganze Haus. Also wir verarbeiten viele unserer Kalkwände auch in anderen Räumen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer, weil der Trend zum gesunden Wohnen, sage ich mal, der ist doch sehr stark inzwischen ausgeprägt. Und dann ist das Schimmelproblem vom Tisch.
Toll. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interview. Ja, bedanke mich auch. Ferngesteuerte Heizungs- und Beleuchtungsmodule, die Lieblingsmusik per Knopfdruck, Einbruchschutz auf einen Blick. Was mit der Smart-Home-Technologie heute schon möglich ist, wird sich langfristig weit über die eigenen vier Wände hinaus erstrecken. Smart City ist das Stichwort für maßgeschneidertes Wohnen und Leben, das sich sowohl den Ansprüchen der jungen Generation als auch der älter werdenden Gesellschaft anpasst. Mobilität und Nachhaltigkeit werden dabei immer eine größere Rolle spielen. Das waren die aktuellen Themen auf der Nordhaus in den Weser-Helms-Hallen in Oldenburg. Und wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder mit dabei sein können, wenn es wieder heißt Nordhaus in Oldenburg.